Hallo liebe Leute, willkommen bei einem ersten Server-Video. Ich habe hier mal eine Welt generieren lassen, die ich recht gut finde. Sie hat viele Biome in der Nähe, also man kann eigentlich in eine Richtung so bauen und andere so oder so. Und ja, ich erzähle euch in diesem Video mal ein bisschen vom Plan des Servers. Also, ich habe mal geplant, wir machen mal etwas anders am Spawn. Wir gehen unterirdisch und machen so eine Art ein Vault, also eine wie heißt das auf Deutsch? Ein Bunker, genau. Runter ein paar Ärme und ein großes Portal, und das große Portal führt dann zur Hölle. Und auf der anderen Seite kommt dann die Farmwelt, da dürft ihr farmen, alles abbauen, was ihr wollt und so weiter. Und verschiedene Farmwelten ringsum, wo es dann andere Biome gibt und andere Sachen. Eins, vielleicht in die Mitte oder so, wird dann auch ein Twilight Forest Portal stehen. Der aber dann nicht zum Bauen ist, sondern nach wieder resettet wird. Und ja, dieser Mod muss dann zuerst rein. Dann werden wir noch einen Mod machen, wo wir die Gebäude schützen können oder die Gegenden. Und also das alle Spiele das dann machen können. Und ja, werden dann vielleicht noch ein paar Portale machen, die dann in andere Biome führen, also weiter weg. Und dort dürft ihr dann völkerabhängige Klassen, also ja, einfach von einem Typ dann die Gebäude bauen, wenn ihr Lust habt. Zum Beispiel von den Japanern im 250 nach Christus oder die Deutschen im Weltkrieg oder sonstige irgendwas. Und ja, dann wird es sicher auch noch andere Welten zum Bauen geben und so weiter. Wir müssen das alles schauen, ob wir das wie wir und wie gut wir das machen können. Wir setzen jetzt mal auf 4 oder 5 Owner, weil ja Admins und so nicht gehen ohne Plugins. Schauen, wie das geht, und wir hoffen, dass wir den Server längere Zeit offen lassen können. Und ja, der Server wird whitelisted sein. Und ihr dürft euch gerne anmelden unter meiner E-Mail-Adresse, die ihr unten in der Beschreibung findet. Dort nochmal alles klar erklärt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Das Let's Play kommt gut an und ja, das Server wahrscheinlich auch. Und ich werde immer wieder Videos machen vom Server, Sachen zeigen, Gebäude zeigen zum Beispiel, oder einfach ja, die Quests, die ihr machen könnt. Mit dem Custom NPC Mod kann man gute Quests machen, oder einfach ein bisschen Rollenspiel oder so etwas. Es wird richtig genial sein und ich freue mich ja riesig darauf. Meine Server kommen immer gut an. Leider ist halt manchmal die Lust dann vorbei und dann habe ich auch keine Lust mehr, weiter finanzieren zu müssen. Und dann sind sie ja meistens wieder weg. Aber ich glaube ganz sicher daran, dass der Server sehr lange aktiv sein wird. Wir machen sehr viel auf dem Server, auch Events und alles Mögliche. So, am Ende dieses Videos zeige ich euch noch ein bisschen die Gegend, die Bäume. Also hier haben wir einen Lush Swamp, der Orchard da am Spawn. Und Orchard auf Englisch. Das ist ja ein englisches Wort. Dann haben wir hier einen Redwood Forest. Nein, das ist kein Redwood Forest. Das ist ein Coniferous Forest, okay. Dann gehen wir rüber. Schauen hier. Da ist noch der Orchard.
Ja, hier haben wir auch ein schönes Biom. Das nennt sich Land of Lakes. Oh, da kann man schön im Wasser bauen. Man kann die Flüsse auch sehr gut dann einfach wegmachen oder die Seen, weil sie nur eins oder zwei tief sind. Das ist zwei tief zum Beispiel. Und da haben wir wieder Nadelwald. Das ist nicht so gut für die Leute, die wenig RAM haben, aber ich glaube kaum, dass es mehr als 2 GB RAM braucht. Sonst machen wir die Bäume halt auch ein bisschen weg. Temperate Rainforest Seas. Dann haben wir hier einen Birkenwald, der kennt man ja aus Vanilla. Also richtig hübsche Gegend. Einfach nur fantastisch. Ja, es ist gemäßigt. Ich hätte gerne ein bisschen etwas anders, aber ist auch gut. Die anderen Spawn, also Seeds, die ich geschafft habe, also generiert habe davor, haben alles mehr gehabt. Hier haben wir zwar auch ein Meer, aber wieso nicht hier irgendwo ein bisschen etwas machen? Also ist doch wunderschön, oder? Etwas Schönes bauen. Ja, ich freue mich drauf. Ist very, very hübsch. So, bald ist der Kreis vorbei. Das war so der Spawn. Und wenn ihr einen Seed habt, der noch schöner ist, dürft ihr den natürlich posten. Aber ihr müsst unbedingt einen Seed wählen, der auch mit Biome of Plenty gut ist und so schön. Also, ja, am besten mit meinem Modpack natürlich Ding. Und es kommt die Tage dann ein neues Modpack, wo dann der Twilight Forest noch drin ist. Ein Protection Mod und ja, was noch so fehlt. Mal ein bisschen überlegen noch dann. Jo, also dann sind wir hier fertig. Und ja, der Server kommt bald. Tschüss Leute, viel Spaß mit anderen Videos noch. Euer Drago. Tschüss. Nochmals ein kurzes Update. Ich habe nachgeschaut nach einer Protection Mod und ich habe es nicht gefunden, dass es richtig funktioniert. Aber ich habe Cake Cauldron gefunden. Das ist der Software wie Bucket oder so, eine Server-Software, wo man Plugins dann mit Mods aktivieren kann. Und dann protecten wir mit Plugins und benutzen dann auch Plugins vielleicht zum Farmwelten machen oder sonstige Sachen. Und jo, ich freue mich darauf und ja. Wird sicher cool sein. Ja, gut. Dann wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.